Moin YouTube, ich möchte euch heute mal zwei Spalthammer vorstellen. Einmal mein langer Begleiter, der Big Ox von Ochsenkopf. Und mein vielleicht bald neuer Begleiter, der Fiskus Isocore, der eingegeben wird mit 50% weniger Vibration im Stiel. Kurz mal zum Big Ox. Der Big Ox, also mit dem bin ich mittlerweile momentan sehr, sehr zufrieden. Das ist immer noch der erste Stiel, den habe ich jetzt ungefähr seit 5 Jahren. Im täglichen Gebrauch kann man nicht sagen, aber ich habe ihn sehr oft in Gebrauch. Und zwar der Schutz, der hier drum ist. Ihr seht ja hier, der ist ja noch schön mit dem Originalfarbe rot. Und wenn ich den rumdrehe, seht ihr, die Farbe ist ziemlich abgeplatzt. Ja, das passiert einfach über die Zeit, wenn man Holz spaltet. Man schlägt mal vorbei, man trifft den Keil mal nicht ganz. Und ich habe schon sehr viele Stiele dadurch geopfert. Und ja, so kurz mal so in die Eigenschaften zum Vergleich. Also die Stiellänge von beiden ist gleich. Ja. Was mir bei dem Fiskus gut gefällt ist, der liegt besser in der Hand. Ich habe recht große Hände. Also den kann ich richtig umgreifen, den Griff. Was beim Big Ox nicht so der Fall ist, hier, da ist ein bisschen, ja, da ist ein kleines bisschen wuchtiger. Ist schon mal ein Pluspunkt von dem Fiskus Spalthammer. Aber ich will nicht so viel reden, wir tun jetzt mal Arbeit mit den Geschehen. Das ist eine Linde übrigens, die hat etwa 60 cm im Durchmesser. Ist schon ein bisschen schwer für einen Holzspalter zum Hochheben. Deswegen schauen wir mal. Ich fange mit dem Big Ox an. Ja. Ist das 10. Ein zäher Bursche. Ja, jetzt. Das waren schon ein paar Schläge. So, jetzt schauen wir mal, wie der Fiskus sich verhält. Oh Gott. Ach du Heimatland. Oh, das hätte ich nie gedacht. Hey. Das gibt's so. Warte. Habt ihr das gesehen? Drei Schläge oder vier. Na gut, wir machen das jetzt nochmal vierteln. Okay, ich glaube, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich teste jetzt mal den anderen Klotz mit dem Fiskus Spalthammer.
Ich bin echt baff. Geil. Hammer. Also hier brauche ich einfach nicht mehr viel sagen. Ich glaube, ich habe einen neuen Favoriten. Was mir bei denen ein bisschen auffällt, also die Vibrationen sind schon wirklich weniger. Aber der schwingt ein bisschen. Also es ist ein bisschen komisches Gefühl erstmal. So ungefähr, als würde der Hammer wegfliegen. So der Kopf, also die Vibration. Ich versuche das mal mit der Kamera reinzubekommen. Vielleicht seht ihr, was ich meine. Ich hoffe, man hat es ein bisschen auf dem Zeitlupen-Video gesehen. Und ich hack mal ein bisschen weiter. Das Ding ist der Hammer. Ihr seht, mein Favorit. Was ich jetzt gerne noch testen, was ich jetzt noch gerne testen will, ist der Drehspaltkeil, der bei den Big Orks so extrem vibriert hat. Wie der sich verhält mit diesem Stiel. Hier müssen wir wieder eine Schutzbrille tragen. Also die 50% Vibrationsabstoßung, das kann ich wirklich bestätigen. Ich bin echt, echt überrascht. Ja. Der Fiskus hat allerdings eine Plastummantelung hier vorne. Das hätte ich lieber als Metall, aber na gut. Besser als nichts. Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Ich hätte es echt nie gedacht, dass es so ein Unterschied ist. Aber der Fiskus, ich habe jetzt nicht viel mit den Big Orks gehackt, muss ich sagen. Ich arbeite, wie gesagt, seit 5 Jahren mit denen. Ich weiß, was er kann, ich weiß, was er nicht kann. Und wenn ich jetzt mit denen hacke, stellt er den wirklich in Schatten, den Big Orks. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein Stück weiterhelfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns. Zunächst mal.